So, herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von NextMove mit dem Audi e-tron. Ich habe ihn eben mal leer gefahren, um ihn zu testen, wie schnell er lädt und wie lange er dann braucht zum Aufladen. Ich zeige euch mal, wo wir stehen. Wir drehen uns einmal. Wir stehen an einer Ionity-Ladestation. Hier stehen sie also alle schön nebeneinander aufgereiht. Diese habe ich mir rausgesucht. Ich weiß, dass sie alle neue Stecker bekommen haben. Das heißt, volle Leistung bringen sollen. Ganz oben in der Mitte steht 0 Kilometer Restreichweite und das kleine hier, das ist meine Leistungsbegrenzung. Das Auto war also eben schon mal aus, ich stand an der Ampel, aber er war gnädig zu mir, ich durfte noch mal ein Stück fahren. Aber jetzt schauen wir mal, wie schnell er lädt. So, Ladung läuft, Start mit Hindernissen. Lüfter ist eben auch angesprungen. Ich habe es erst eben selber probiert freizuschalten. Zunächst über den vertragslosen Spontanzugang und Bezahlung mit PayPal. Da hat es nicht geklappt. Dann habe ich noch meine Ladekarten zum Einsatz gebracht. Da hat es auch nicht geklappt. Dachte ich mir, rufe ich mal an. Und dann konnte mir doch prompt geholfen werden. Ladesäule wurde neu gestartet und auch der Ladevorgang gleich mitgestartet. Und dann geht er bei 0% gleich mal mit 132 kW zur Sache. Schauen wir uns die Sache an, wie es jetzt läuft. Also hier unten ist der Lüfter. Da sind auch die Klappen jetzt auf. Kommt noch nicht so richtig warme Luft, aber ein bisschen. Und 139 kW. Und in 3,5 Minuten immerhin schon mal auf 9%. Das geht hier richtig flott zur Sache. 400 Volt, 350 Ampere, wenn es interessiert. So, ein kleiner Zwischenstand. Auto lädt 145 kW, Akku ist halb voll, 43 Kilowattstunden geladen und das Ganze in 18 Minuten. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Mal sehen, wie lange er dieses Tempo durchzieht. So, noch ein Blick zur Konkurrenz sozusagen am Tesla Supercharger. Hier waren vorhin teilweise 4 Autos. Ich habe versucht, einen O-Ton zu kriegen, dass mal jemand noch was in die Kamera sagt zu meinen 145 kW, wie viel Strom es hier denn gerade gibt. Hohenwarsleben ist einer von denen, die nicht ganz volle Leistung macht. Da sieht man zurzeit nur 90, 95 kW. CCS gibt es ja auch, aber nur fürs Tesla Model 3. Da drüben steht der Audi e-tron beim Ionity Lader. Da wird das Model 3 mehr Strom kriegen als hier. So, wir gehen noch mal rein in die Werte. Wir sind bei 70% geladen, 26 Minuten. Er geht jetzt von 120 kW runter auf 110 ungefähr, 62 Kilowattstunden geladen. 110 kW Ladeleistung. Soll man da noch laden oder soll man da schon weiterfahren? Ich würde mal sagen, wir laden noch ein bisschen. So, jetzt hat offenbar die Ladesäule die Entscheidung für mich übernommen, ob ich hier weiterfahren soll. Knapp 64 Kilowattstunden geladen bei 73% in 28 Minuten gab es einen Ladeabbruch. Ich wollte aber eigentlich gerne eine komplette Ladekurve. Das heißt, wir probieren einfach mal, ob wir hier nochmal Strom kriegen. Und ich rufe da nochmal an, die Dame war vorhin so nett. kW ist er wieder eingestiegen und fängt neu an zu zählen. Alles klar. Schauen wir mal, wie er so weiterlädt. So, noch ein paar Werte zwischendurch. Ich muss ein kleines bisschen rechnen durch den Ladeabbruch. Wir sind bei 90%. Das Auto lädt noch 73 kW. Wir haben geladen 38 Minuten und 64, 70, 80 Kilowattstunden bis jetzt geladen. Da geht noch ein bisschen. Wir lassen ihn noch weiterlaufen und machen ihn voll und gucken, ob er lädt bis gegen die Wand. 72 kW jetzt. Erwartet ist, dass er irgendwo über 40 kW aufhört zu laden, einfach wie gegen die Wand. Das hängt damit zusammen, dass das Auto 95 Kilowattstunden Akku verbaut hat, aber nur 84 Kilowattstunden nutzbar hat. Das heißt, das Limit ist relativ groß und ermöglicht daher nicht, dass die Ladekurve bis zum Ende ganz runterfällt, sondern ein Stückchen vorher aufhört bei einer relativ hohen Ladeleistung. Das heißt, zum einen Batterieschonung und zum anderen schnelles Schnellladen auf der Langstrecke sozusagen. So, jetzt gab es noch einen Abbruch, aber keinen unerwarteten, sondern irgendwann ist auch ein Audi-Akku voll. 100% stehen hier. Ich habe noch mal 19 Minuten geladen und im zweiten Step über 25 Kilowattstunden reinbekommen, 25,5. Das sind die Werte. Ich habe Teil 1 und Teil 2 nochmal aufaddiert.
90 Kilowattstunden hat er geladen, laut Anzeige der Säule. Das Ganze in sage und schreibe 47 Minuten, aber nicht auf 80%, auch nicht auf 90%, sondern 47 Minuten auf voll. Das heißt, auf den vollen Ladevorgang ein Durchschnitt von 115 kW Ladeleistung. Das ist das, was ein Tesla Model S mit einem 85er Akku unter normalen Umständen als Spitzenwert hat, ist hier der Mittelwert. Da kann man nur sagen, Hut ab, Audi, das habt ihr echt gut gelöst. Ich bin schwer beeindruckt und ja, vielleicht fahre ich ja demnächst ein anderes Auto.